Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Glitschig. Ist das eklig. Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und? Tonis Mutter. Psst, du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Egal. Dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Ah,
Ausgerechnet Weiß, der Spielverderber unter den Farben. Dort steht ein Wachhund, hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbite. Ich will eine autonome, Kubernetes hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefasel, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Pff, ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen, Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Platz! Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz! Bravo! Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Puh, ein Klacks! Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werde nicht mehr. Lass mich durch. Ich muss zum Doc. Oh. Das geht leider nicht. Wenn ich dich durchliefe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zeigst du es mir dann nicht einfach? Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Deine Mutter vielleicht? Was? Och, du Mieser. Lässt du mich bitte herein? Das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte. 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 Tee. Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch! Blöder Köter! Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend! Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lasse ich dich dann vielleicht sogar durch.
Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Möb, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr. Na schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt? Was ist? Oder bist du etwa... Ja, gedacht wird. Na los! Tja, Also holst du es jetzt? Ich bin programmiert, hier vor der Tür zu bleiben. Aber wenn du es mir noch einmal holst, dann lasse ich dich vorbei. Versprochen. Warte, ich mache es dir vor, aber pass diesmal besser auf. Oh Junge! Oh Junge, Junge! Oh Junge! Oh Junge, Junge! Na schau mal, was... Und jetzt? Sein... Was ist? Oder bist du etwa... Ja, gedacht. Na los. Also. Ich bin programmiert, aber... Blöd. Warte. Ich mache aber... Oh, Junge. Oh, Junge. Na, schau mal, was... Was ist? Oder bist du... Na, los. Also. Warte, ich mache es dir vor, aber pass diesmal besser auf. Oh, Junge. Oh, Junge. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag... Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, so hat es recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh, Junge. Ich werde nicht mehr. Oh Junge! Oh Junge, Junge! Oh Junge, 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 Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens.
Sowas erkenne ich sofort. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche.